Wir fangen mal mit einem einfachen Beispiel, na, oder nicht so einfachen Beispiel, zu den Operatoren und der Präzedenz an. Das wird jetzt kein Mensch im wahren Leben so hinschreiben, wie ich das schreibe. Nehmen Sie das mal gerade als Übung. 13 durch 4, ich sage jetzt mal bewusst Prozent, 2 plus 5, da wollte ich kein Leerzeichen haben, um Sie zu ärgern, durch 4 mal 3 durch 7. Dieses Ding, das können Sie jetzt ausführen, dann wissen Sie, was rauskommt. Ich wüsste gerne von Ihnen, warum das rauskommt, was rauskommt. Was rechnet der Rechner jetzt denn eigentlich? Wie ist das in der Programmiersprache C und auch in den meisten anderen Sprachen jetzt tatsächlich zu verstehen, was hier steht? Was rechnet das Ding denn tatsächlich? Und, ja gut, angucken, was rauskommt, ist klar, das können wir jetzt sowieso schon gleich tun. Was kommt raus? Ich sollte ja gerade nochmal, habe ich schon wieder vergessen, die Optimierung ausschalten, dass es auch wirklich ausrechnet. So. Und die lokalen Variablen zeigen. Und einen Schritt weiter. So, oh, es kommt 1 raus. Und Sie sagen jetzt, warum 1 rauskommt aus dieser Rechnung. Ich muss noch mal was zu diesem Rest erzählen. Das Prozentzeichen. Modulo heißt das professionell. Also den hier sprechen Sie nicht als Prozent, sondern als Modulo. Das heißt, teile und vergesse das Ergebnis, aber gib mir den Rest. Was machen wir? 5 Modulo 2. 5 Modulo 2. Wenn ich ein Gleichheitszeichen schreibe, dann sieht das ein bisschen komisch aus in C. Ich schreibe mal ergibt. 5 Modulo 2 heißt, teile 5 durch 2 und gib mir den Rest. Und das ist also 1. Das ist vielleicht ein ungeschicktes Beispiel. Machen wir 13 Modulo 5. Teile 13 durch 5 und gib mir den Rest. Ergibt also 3. Das ist der Sinn von diesem Modul oder dem Prozentzeichen. Zwei Zahlen werden miteinander verrechnet und das Ergebnis ist der Rest. Nur zwei Zahlen, nicht drei Zahlen, wie auch immer, es sind nur zwei Zahlen, die miteinander verrechnet. 5 plus 2 ergibt 7, 5 mal 2 ergibt 10, 5 durch 2 nebenbei, 5 durch 2, was ergibt das in C? Ja, 5 durch 2 ergibt 2 in C, nicht 2,5, wir haben noch nichts irgendwie mit Kommazahlen. Wenn Sie das hier so direkt eingeben in C und auch praktisch alle Nachfolgesprachen, wenn Sie das so direkt eingeben, kriegen Sie 2 raus, es wird zur 0 hingerundet. 5 durch 2 ergibt 2, nicht 2,5. 5 modulo 2, der Rest, der übrig bleibt, gibt Ihnen nicht diese 2, sondern der Rest, der übrig bleibt. 4 durch 2 ginge auf, es bleibt ein Rest, das ist 1. 13 modulo 5, ich teile durch 5 und ich gebe nur den Rest an. Also nicht, dass 2 mal 5 da reingeht, das gebe ich nicht an. Ich gebe nur den Rest an, 13 modulo 5, nur der Rest gibt 3. Das sieht erst total schräg aus, weil diese Rechenoperation, die haben Sie in den ersten 2 Semestern nicht gesehen. Wozu in aller Welt braucht man diese komische Rechenoperation? Sie kommt dann tatsächlich doch sehr häufig dran, wenn man mit, lass mal zum Beispiel, wenn ich mit rechteckigen Anordnungen arbeite und ich möchte wissen, die wievielte in der so und so vielten Zeile, wie weit hänge ich drüber, was ist hier der Rest? Es sind 2 ganze Zeilen, sowas, es sind 2 ganze Zeilen und ein bisschen. Wie viel hänge ich hier drüber? An solchen Stellen kommt dann der Modulo-Operator. Auch wenn das erstmal in der Mathematik ganz komisch aussieht, dass man nur den Rest haben will. Okay, nochmal ein Beispiel. 2 durch 5. Sie rechnen in ganzen Zahlen 2 durch 5. Die 5 geht 0 mal in die 2 rein, das ergibt also 0. 3 durch 5 ergibt 0, 4 durch 5 ergibt 0, 5 durch 5 ergibt 1, 6 durch 5 ergibt 1, 1 durch 5 ergibt 0, 0 durch 5 ergibt 0. Und wenn Sie rechnen 2 modulo 5, kriegen Sie 2 modulo 5, ja, 2. Die 5 geht 0 mal in die 2 rein. Sie wollen 2 Torten auf 5 Leute aufteilen, ohne eine Torte zu zerschneiden, ganzzahlig, dann gehen alle leer aus, 0. Die 5 geht 0 mal in die 2 rein, also bleiben 2 über. Rest 2, 2 modulo 5 ergibt 2. Muss man sich dran gewöhnen. Das ist eine neue Rechenoperation, die Sie bisher nicht gesehen haben. Aber wie gesagt, die kommt dann beim Programmieren doch häufiger vor. Deshalb ist sie eingebaut, sonst wäre sie nicht eingebaut, wenn sie unsinnig wäre. So, jetzt können wir uns das hier nochmal
genauer angucken. Es gilt erstmal Punktrechnung vor Strichrechnung. Wenn Sie sich an diese Tabelle erinnern, mit ganz vielen Feinheiten, diese Präzedenzregeln, was zuerst kommt, was zuletzt kommt. Auf jeden Fall ist die Strichrechnung unten und die Punktrechnungen sind oben. Dieses Plus hier wird sehr spät ausgeführt. Ich habe es extra mit den Leerzeichen so fies geschrieben, dass es so aussieht, als ob man hier 2 plus 5 rechnet. Das stört den Rechner überhaupt nicht, dass 2 plus 5 hier so steht, als ob das zuerst gemacht wird. Das Plus ist später dran. Der erste Teil ist früher dran. So. Ja. So, dieser Teil da vorne ist früher dran. Das Plus kommt ganz zuletzt. So könnte man das schreiben und hat denselben Effekt. Das Plus ganz zuletzt. Alle anderen Operationen, die hier vorkommen, Teilen, Modulo, Multiplikation, alle anderen haben eine höhere Präzedenz, sind eher dran. Das Plus ist von allen denen, die hier stehen, zuletzt dran. Und jetzt stehen hier zwei auf derselben Stufe. Wenn Sie in der Tabelle nachgucken, finden Sie, dass das geteilt und dass das Prozent auf derselben Stufe stehen. Und dann steht dann in den offiziellen Tabellen dahinter, dass sie von links nach rechts assoziieren. Das hört sich grausam an. Soll heißen, die werden dann auf derselben Stufe, wenn sie auf derselben Stufe stehen, von links nach rechts ausgeführt. Erst durch die vier Teilen und dann nehme ich das Modulo. So sieht das aus, was der Rechner tatsächlich macht. Wenn der Operation auf derselben Stufe hat, diese, und das gilt für C meist bei Operationen auf derselben Stufe, geteilt und Prozent auf derselben Stufe von links nach rechts, das heißt 13 durch 4 zuerst und danach Modulo 2. Was passiert hier also? 13 durch 4 ergibt wie viel? Ja genau, 13 durch 4 ist 3, 3 mal 4 ist 12, Rest 1. Den Rest vergesse ich aber bei diesem geteilt. Es bleibt also 3. 12 geht, 13 durch 4 ergibt 3. Und jetzt wird da als nächstes gerechnet 3, was hier vorne rausgekommen ist, 3 Modulo 2. Was ist 3 Modulo 2? Das haut schon hin. 1. Also hier vorne steht 1. Wie schreibe ich das denn jetzt mal? Oh, das hier mal sehr zu Fuß. Hier vorne steht also 1 als Ergebnis. Jetzt kann ich mir Gedanken darüber machen, was hier hinten passiert. Was wird hier hinten jetzt gerechnet? Also nicht 4 mal 3 zuerst. Auch das habe ich hier wieder irritierend ohne Leerzeichen geschrieben. Es wird nicht 4 mal 3 zuerst gerechnet. Geteilt und mal stehen auf derselben Stufe. Geteilt mal Modulo stehen auf derselben Stufe. Und es geht von links nach rechts. 5 durch 4 ist das Erste, was gerechnet wird. Auch wenn das von den Leerzeichen hier total anders aussieht. Aber die Leerzeichen sind dem Compiler egal. 5 durch 4 wird zuerst gerechnet, dann wird mit 3 multipliziert und dann wird durch 7 geteilt. So könnten Sie Klammern setzen. 5 durch 4 zuerst, das Ergebnis mal 3, dann durch 7 teilen. Können wir das nochmal in kleinen Schritten jetzt nachvollziehen? Plus 5 durch 4 ergibt, dann haben wir das auch. 5 durch 4, die 4 geht einmal rein. 1, 5 durch 4 ergibt 1. Mal 3 macht 3. Und dann muss hier jetzt gerechnet werden, 3 durch 7 geht nicht. Die 7 geht nicht in die 3 rein, ergibt 0. 1 plus 0. Und dann kommt zum Schluss tatsächlich 1 raus. Es wird hoffentlich niemand wirklich so einen Ausdruck hinschreiben. Das habe ich jetzt nur mal gemacht, um die wesentlichen Regeln mit Ihnen durchzuexerzieren. Es kann auch keiner diese Präzedenztabelle wirklich auswendig. Man hat eine grobe Idee, was wohin kommt, und in allen anderen Fällen setzt man Klammern für sich selbst und für die Leute, die das lesen. Hier würde man keine Klammern setzen. Also hier ist für die Profis klar, wenn Sie das ohne Klammern schreiben, hier vorne geht es von links nach rechts, da hinten geht es von links nach rechts und zum Schluss wird das Ganze addiert. Das hat man dann irgendwann im Bauchgefühl drin. Aber natürlich als Wesentlichstes erstmal auch in C und seinen Nachfolgesprachen gilt Punktrechnung vor Strichrechnung. Und Sie sehen dann noch mit Verzierungen dann obendrein. In der Tabelle sehen Sie auch sowas wie oder und nicht. All das wird hübsch einsortiert. Es gibt da nicht nur Punktrechnung und Strichrechnung.